Ja, hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. Heute mal zu einem interessanten Projekt, und zwar schauen wir uns mal einen Plattenspieler an von Angels Horn. Den Angels Horn HP00501. Und da schauen wir doch mal in dem Video, was das so kann. Das ist eine komplette Anlage mit Verstärker und Lautsprecher sind auch schon dabei. Und als die Jungs und Mädels mich gefragt hätten, ob ich da nicht mal Lust habe, ein Video zuzumachen, dachte ich, cool, weil man hat ja so ein bisschen Werbung davon schon gesehen. Aber als ich dann den Preis gesehen habe, habe ich mich da schon ein bisschen drüber lustig gemacht, weil was bekommt man? Ein komplettes System mit Plattenspieler, Verstärker, Lautsprecher für 270 bis 320 Euro so in dem Dreh. Da habe ich gedacht, das kann doch gar nichts sein. Oder ist es vielleicht einfach eine heftige Kampfansage? Und da schauen wir in dem Video doch mal, was der Plattenspieler so drauf hat. Aber erst bauen wir ihn auf. Das geht einfach, das zeige ich euch. Los geht's, euer Speaker Shocker. Und hier ist der Plattenspieler. Ich habe das Ganze schon mal ausgepackt. Ist nichts Interessantes. Wer es unbedingt sehen möchte, der kann einfach mal bei mir auf Facebook oder Instagram vorbeischauen. Und ich dachte, ich baue den jetzt einfach mal mit euch so ein bisschen auf. Da braucht man kein Werkzeug für, ist alles nichts Kompliziertes, ist ganz einfach. Alles, was man dafür braucht, ist mitgeliefert. Fangen wir an mit dem, ich sag's mal, mit dem Treibrad. Wenn man das, obwohl Treibrad ist nicht ganz richtig, aber hier mit dem unteren Teller. Der wird dann mit dem Riemen angetrieben. Den legen wir hier über die Motorwelle. Ganz vorsichtig. So. Na, machen wir es am besten so rum, wird es wahrscheinlich einfacher sein. Oder auch nicht. Das ist jetzt natürlich wieder Video. Wunderbar. Vorführeffekt. So. So, dann drehen wir das hier so ein paar Runden, damit sich das Ganze einläuft. Das ist es. Und eine ganz große Überraschung, als ich den Plattenspieler auf Fotos gesehen habe. Plattenteller, dachte ich, ja wunderbar, Plasteding auf jeden Fall, Plastik. Nee, das ist hier, der ist richtig schwer, der bringt Masse mit, denn so wird das Ganze nicht richtig laufen. Gut, jetzt haben wir hier keine Gummiunterlage, aber ey, wir müssen den Preis beachten, mal die Kirche im Dorf lassen. Den setzen wir jetzt hier drauf. So. Das ist Ganze schon mal stabil und ein Slipmap ist natürlich auch schon direkt dabei mit dicken Angels Horn Logo. Also die sind schon stolz auf das, was sie machen. Überall, auch hier auf dem Plattenspieler selber, auch das Angel Horn Logo. Also das ist schon cool. Und das ist jetzt eigentlich schon das Gröbste gewesen. Eine Haube ist auch noch dabei, die machen wir gleich drauf. Aber erstmal nivellieren wir hier den Tonarm aus. Das Kontergewicht wird auch mitgeliefert, alles extra verpackt. Ist wirklich sehr gut verpackt, muss aber auch wahrscheinlich so sein, damit es auch heile ankommt. Wir schrauben das Kontergewicht schon mal hier vorsichtig drauf, so dass es schon mal ein bisschen Fassung hat. Jetzt lösen wir hier die Orientierung des Tonarms und müssen jetzt gucken, dass der Tonarm, dass er in Waage bleibt, dass er quasi von alleine schwebt. Und hier merke ich schon bei dem Preis, hier das Gelenk hier, das fühlt sich wirklich komisch an. Ist halt ein bisschen günstiger. Er neigt ein bisschen nach oben, das heißt, wir haben hier hinten zu viel Gewicht. Wir müssen es hier ein bisschen eindrehen, das Gewicht ein bisschen weiter nach vorne kommt, damit wir hier in etwa, oh, das sieht ja schon mal, also irgendwie will dieses Gelenk nicht, also komm, das ist aber so, ja, vielleicht noch ein Ticken, komm, die Zeit muss sein, so, hier, Anti-Skating haben wir hier leider nicht, ist aber okay, komm, für den Preis ist das schon cool, weil ansonsten macht es echt schon mal so optisch auf jeden Fall einen guten Eindruck. So, jetzt ist er hier in der Schwebe, jetzt sagen wir hier, das ist die 0-Grad-Stellung. Wir haben hier vorne das Audio-Technica AT3600L. Das hat, glaube ich, wenn ich meine, ein Auflagegewicht von 3,5 bis 4,5 Gramm. Machen wir einfach mal 3,5 Gramm. Dann drehen wir jetzt hier 1 Gramm, 1,75. Dann wären wir jetzt hier bei 2, 3, 3,25, 3,5. Machen wir mal 3,5. Und dann hat sich das auch schon erledigt. Haube drauf. Fertig. Auch die Haube ist schnell aufgesetzt, das ist gar kein Problem. Die wird hier einfach nur an den Scharnieren draufgesteckt, bis es einrastet und fertig. Auch die Scharniere machen einen guten Eindruck. Na, hier hält es nicht mehr so ganz. Aber sonst
Das ist cool. Das macht alles so schon mal einen coolen Eindruck. Schön ist, was bei dem Plattenspieler noch für ein Zubehör mitgeliefert wird. Und das ist nicht alltäglich und schon gar nicht in dieser Preisklasse. Klar haben wir hier einen Puck dabei, falls man 7 Zoll Schallplatten hören möchte. Eine Bedienungsanleitung, die sich okay lesen lässt, aber ein interessantes Deutsch an dem Tage führt. Ihr könnt ja schon mal überlegen, welche Worte ihr für Plattenspieler kennt. Da kennen wir das Wort Dreher, Turntable, Vinylplayer, Plattenplayer, Plattenspieler. Was kennt ihr noch? Überlegt mal. Hier stehen Sachen drin, habt ihr bestimmt noch nicht gehört. Dann haben wir hier noch so eine Art Quick-Start-Guide. Alles, was wir gerade gemacht haben, hier auch nochmal in Bildern aufgeführt. Richtig cool gemacht. Dann hier noch ein, ja, da wusste ich erst gar nicht, was das hier sein soll. Ich denke aber mal, das ist als Schutz für den Kopfhöreranschluss 6,3 mm Eingang, damit es geschützt ist, kein Staub reinkommt. Und richtig geil fand ich, wir haben hier sogar eine Schablone dabei, damit man den Tonkopf, die Nadel, den Tonabnehmer einigermaßen einstellen kann. Ist aber hier schon geschehen, der war von Serie schon drauf, ist alles richtig gemacht. Ein Kabelnetzstecker ist auch dabei, etwa 1,50 Meter lang. Bepowert wird das Ganze hier mit 36 Watt. Da das Ganze natürlich aktiv ist, gibt es auch Lautsprecher dabei. Ist auch alles mit dabei. Alles cool gemacht, alles was man braucht. Und natürlich alles hier mit Angels Horn Logo. Also die sind da schon so ein bisschen stolz und ich bin gespannt, was da so passiert. Interessant ist natürlich bei dem Preis, da brauchen wir nicht drüber zu überlegen. Ich weiß nicht, ob das hier als Lautsprecherkabel bezeichnet werden darf. Es ist dabei. Es erfüllt seinen Zweck. Alles Plug and Play, damit man einfach auch mal wieder Schallplatten hören kann. Und ich denke, dafür ist es einfach mal gedacht, wenn man lange, lange keinen Schallplattenspieler mehr hatte, man möchte nicht so viel Geld ausgeben, einfach was Einfaches haben, damit man wieder vernünftig Platten hören kann. Dafür ist es gedacht. Und dann ist es, denke ich, auch erstmal in Ordnung. Kommen wir doch mal zu der Bezeichnung des Plattenspielers, wie es in der Bedienungsanleitung schon mal geschrieben ist. Bedienung der Drehscheibe. Drehscheibe kenne ich vom Spielplatz oder sowas, habe ich aber vom Plattenspieler noch nicht gehört. Aber es wird noch ein bisschen abstruser. Und zwar, wenn wir auf die Fehlersuche gehen, dann steht da tatsächlich, man muss es wirklich öfters lesen, diese Tuntentische. Lieber Gott, wer hat das übersetzt, wer hat das geschrieben, wer gibt das so raus? Das ist ein Plattenspieler, meinetwegen auch ein Turntable, aber doch kein Tuntentisch. Da habe ich ja schon wieder Angst, was wir hier qualitativ erwarten dürfen. Aber im Englischen passt das alles, da ist es in Ordnung. Wollte ich aber trotzdem mal gezeigt haben. An der Rückseite finden wir dann hier die gesamten Anschlüsse. Klar, wir können die Lautsprecher hier direkt anschließen, ist ja ein aktives System. Verstärker für die Lautsprecher ist hier schon drin. Aber diese Klemmen hier, also da bin ich wirklich gar kein Freund von. Ne? Traue Zuschauer meines Kanals wissen, auch noch Verstärker, da bricht das ganz gerne mal weg. Und wenn man hier ein qualitativ besseres Kabel verwenden möchte, ist es so, große Querschnitte passen hier schon mal gar nicht rein. Schön ist aber, wir können den Plattenspieler auch einfach an eine andere Anlage anschließen, dank der Change-Anschlüsse. Ein integrierter Phono-Vorverstärker ist auch schon drin. Stromanschluss, Ein- und Ausschalter. Was hier ist, den Plattenspieler, den gibt es in unterschiedlichen Varianten. Könnt ihr mir vorstellen, dass hier vielleicht noch ein USB-Anschluss dran sein könnte, dass man das Ganze am PC anschließen kann. Kurz noch ein Blick auf die Lautsprecher. Die sind jetzt auch nichts großartig Besonderes. Das ganze System kostet 300 Euro. Sie sind dabei, sie tun, was sie tun sollen und ist in Ordnung. Interessant ist, dass die Klemmanschlüsse hier besser und hochwertiger erscheinen als am Plattenspieler bzw. Verstärker selbst. Ja, also wiegt auch jetzt nicht die Welt, aber sie haben Gummifüße, sodass sie stabil stehen. Schauen wir mal hier hinter, was hier ist. Okay, das hält gut. Das hält aber sehr gut. Kann man das überhaupt abmachen, nicht nur kaputt geht? Hä? Na doch, geht ab. Geht ab. Geht ab. Oh, Zwei-Wege-System, wenn das so ist. Aber hier, das macht eigentlich auch gar nicht mal so einen ganz schlechten Eindruck. Ja? Aber ihr sagt, ist jetzt nichts Besonderes. Ich glaube, die Lautsprecher, da brauchen wir nicht viel von erwarten. Aber trotzdem schön zu hervorzuheben ist, dass wir hier wirklich beim Plattenspieler einen AT3600L drauf haben. Da gibt es ja auch diese ganz günstigen Stahlnadeln, irgendwie, die es bei eBay zu kaufen gibt oder sowas für 5 Euro. Nee, also das geht gar nicht. Also dann lieber wirklich das AT3600L. Das ist jetzt auch kein bombastisches Tonabnehmersystem. Kostet irgendwie 25 Euro oder sowas. Aber für das, was es dann kostet und für das, was es dann ist, ist es top. Also darunter, unter diesem Tonabnehmersystem, würde ich gar nichts machen. Überhaupt nicht. Aber wenn man möchte, könnte man das ja sogar tauschen.
Jetzt schließen wir das Ganze einfach mal an und schauen mal, wie es geht. Optisch macht das Ganze auf jeden Fall eine Menge her und sieht zum Teil sogar teurer aus, als es eigentlich ist. Aber wie performt das Ganze und wie klingt es überhaupt? Fangen wir mit der Performance an, denn die hat mich so ein bisschen kirre gemacht. Und zwar, Schallplatte aufgelegt, läuft wunderbar, ohne Probleme. 33 1/3 Umdrehungen, 45 Umdrehungen, alles gar kein Problem. Aber nach 2-3 Stunden, egal welche Geschwindigkeit dann, da war doch was, der leiert. Da hat man Lieder gehört und man hat das Gefühl, jetzt leiert er so ein bisschen. Da hat er manchmal so ein paar Gleichlaufschwankungen gehabt. Und dann war das teilweise auch so, dass die Geschwindigkeit wirklich in den Keller gegangen ist. Aber gedacht, oh Gott, jetzt macht der Motor jetzt hier gleich die Biege. Ist schon zu viel für ihn. Da konnte er die 33 1/3 Umdrehungen nicht halten oder auch die 45 Umdrehungen spielte dabei gar keine Rolle. Irgendwie hat das geleiert. Und da habe ich gedacht, komm, jetzt richten wir den Plattenspieler mal richtig aus. Und auch hier hat der Angels Horn wieder überrascht. Kann ich nicht verstehen, liebe Angels Horn Leute, das geht so nicht. Ein Plattenspieler muss stabil stehen, kippt ihn bitte einen vierten Fuß. Das Ganze dann mal eine Woche später ausprobiert nochmal, auch wieder da nach Stunden oder sowas. Und was war? Nichts mehr. Problem war weg. Ich weiß nicht warum, wieso, auch immer. Lief seidenweich, ohne Probleme durch. Ich denke, toll, klasse, geil. Nächste Woche nochmal ausprobiert, dann Wochenende, Samstag, Freitag, Freitag, Samstag. Ohne Probleme läuft es durch. Egal welche Geschwindigkeit, gibt es gar keine Gleichlaufschwankungen mehr, kein Leiern mehr, läuft stabil durch. Aber wie klingt das Ganze denn jetzt? Hier mit den Lautsprechern, die dabei sind. Gut, die sind dabei, sie erfüllen ihren Job, aber Lautsprecher, es sind eher Boxen. Ja? Denn ja, der Klang ist schon ein bisschen hochtonlastig. Denn ich gehe mal davon aus, klar, es ist zwar ein Zwei-Wege-System, aber ich gehe davon aus, dass wir hier der Tieftöner, der spielt Full Range mit, also der spielt auch die hohen Töne mit. Und der Hochtöner hier, der wird bestimmt einfach nur mit dem Kondensator getrennt, damit er die tiefen Töne nicht mitspielen muss, weil kann er ja auch nicht. Dass dann einfach so das Ganze ein bisschen hochtonlastiger ist. Gerade wenn du, sage ich jetzt mal, das Ganze irgendwo vielleicht am Schreibtisch hast oder sowas, dann wird das Ganze schon ein bisschen unangenehm. Und je nachdem, was für eine Qualität deine Schallplatten noch haben, kann das schon mal ein bisschen problematisch werden. Aber auch hier muss man die Kirche im Dorf lassen, denn ich denke mal, das ganze System ist einfach auch dafür gedacht. Sagen wir mal, du hast geile Schallplatten, hast aber jahrelang schon keine Anlage mehr oder keinen Plattenspieler mehr und denkst dir, ich möchte dann doch mal wieder was haben. Es darf jetzt aber auch nicht zu groß sein, zu teuer darf es auch nicht sein. Aber es soll dann doch schon gut funktionieren. Und ich denke, dafür ist es gedacht, dafür ist es gut und ist okay. Man kann aber auch andere Lautsprecher an diesem Verstärker anschließen, ist gar kein Problem. Habe ich auch gemacht in Form von den JBL Control One All-Wetter-Lautsprecher. Die haben dann 8 Ohm, also doppelt so hohe Impedanz wie diese hier. Das heißt, wir haben nur noch Hälfte der Leistung vom Verstärker. Ja, und die haben einfach viel, viel lauter gespielt als diese Lautsprecher. Also, naja, aber wie gesagt, man muss hier die Kirche im Dorf lassen. Sie machen ihren Spaß und ich habe viel Schlimmeres erwartet. Also so schlimm, wie ich es erwartet habe oder mich drüber lustig gemacht habe, ist es dann tatsächlich gar nicht. Kommen wir aber gleich zum Soundcheck zu. Ich habe hier einen kleinen Soundcheck gemacht, denn der ganze Plattenspieler, der hat natürlich auch Bluetooth. Habe ich den ganzen Computer dann einfach mal via Blauzahn mit dem Plattenspieler verbunden. Da können wir uns gleich mal hier im Soundcheck ganz kurz hier diese Lautsprecher anhören. Aber das Schöne ist, wie gesagt, wir können ja auch andere Lautsprecher an den Verstärker des Plattenspielers anschließen, denn der Verstärker hat jetzt nicht unendlich Power, aber er hat doch schon, er kriegt Besseres zum Spielen als diese Lautsprecher. Also das klingt dann auch ganz vernünftig, wenn du bessere Lautsprecher hast. Schließ die daran an. Das wird sich zigmal besser anhören als das, was hier rauskommt. Aber cool ist auch, wir können den Plattenspieler auch ganz einfach an unsere Anlage anschließen. Wenn wir später eine kaufen wollen, können wir den Plattenspieler ganz einfach am Verstärker anschließen, wie einen ganz normalen Plattenspieler. Der Plattenspieler hat schon eine eingebaute Phono. Vorstufe, so dass wir es ganz einfach anschließen können. Und da dachte ich mir so, ja, bei dem Preis, wenn wir da jetzt Musik, mehr Bass, was diese Lautsprecher hier produzieren können, da gibt es doch sicher Probleme mit Rückkopplungen oder sonstige Probleme.
überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du kannst es laut machen. Ich habe den neben dem Standlautsprecher stehen gehabt. Das interessiert den Plattenspieler einfach mal gar nicht. Du kannst es laut machen. Du kannst auch basslastigere Musik, Schallplatten, wenn du welche hast, hören. Das interessiert den Plattenspieler überhaupt nicht. Klar, wir haben hier das AT3600L Tonabnehmersystem drauf. Oder AT3600. Wo ist da der Unterschied zum AT3600 und 3600L? Steht das L für Large? Ist die Nadel dann länger? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und klar, das ist ein Tonabnehmersystem, das kostet 25 Euro. Ich finde es aber cool, dass es dabei ist und nicht Gott weiß, was für ein schrottiges System, denn das ist trotzdem ein gutes Tonabnehmersystem für den Preis. Nichts Wildes, man darf es jetzt nicht mit anderen Tonabnehmersystemen vergleichen. Da kommt es nicht ganz an, aber die kosten dann auch schon mal das Dreifache oder sogar das Doppelte. Für den Preis ist es völlig in Ordnung und je nachdem, was deine Schallplatten, welchen Zustand die sind, schon 50 Jahre habe ich die Schallplatten, früher als Kind oder als Junge Party gemacht, mal Bier drüber gelaufen oder sowas, man weiß es nicht, dann ist es in Ordnung. Hol dir direkt am besten ein zweites Tonabnehmersystem, dann ist es auch in Ordnung, kostet 25 Euro, weil die Betriebszeit oder Betriebsdauer wird, glaube ich, mit 400 oder 500 Stunden angegeben. Dann sollte man es sowieso wechseln, um den besten Klang dabei rauszuholen. Also passt sogar einigermaßen. Und jetzt hätte ich gedacht, hören wir uns doch diese Lautsprecher mal an. Ich habe auch hier eine kleine Messung vorher gemacht, damit wir so ein bisschen sehen, was hier überhaupt so rauskommt. Und dann sehen wir, ja, da passiert nicht so viel. Ne? Also unter 100 Hertz im Bass ist da wirklich, ist nicht mehr viel. Es sei denn, du hast wirklich laut und du hast so Lieder, die so auf diesen 100 Hertz Bass haben, die so einen höheren Bass haben und du machst es lauter. Das ist cool, du merkst den Bass sogar an der Couch, das ist cool. Also das kriegen die dann auch hin. So viel Power haben wir auf jeden Fall da. Aber wie gesagt, wirklich Wunder brauchen wir hier nicht zu erwarten. Und jetzt, liebe Leute, weiß ich, ihr wollt was hören. Ich habe hier das Ganze mit Bluetooth mal gekoppelt und hier mal ein Lied drüber gegeben, damit ihr euch einen kleinen Eindruck machen könnt, wie der Plattenspieler oder wie das System hier, nicht der Plattenspieler, wie das System mit dem Verstärker und diesen Lautsprechern hier etwa so klingt. Tragt dazu am besten eure Kopfhörer, denn das ist auch wieder eine 3D binaurale Aufnahme. Aber denkt dran, ein Live-Eindruck kann das Ganze natürlich nicht ersetzen. Spaß macht's trotzdem. Los geht's. I should slow it down, take it easy. I just keep on staring at my phone. Yeah, my head's spinning, heart's racing, knowing that you could give me a call. I lay awake at night, because all I seem to think about is you. Fuck, I don't know what to do. Do I want this too much? I know I have burned you once before. Ich finde, dass man mit dem Angels Horn System hier auf jeden Fall seinen Spaß haben kann. Ich habe damit auf jeden Fall meinen Spaß gehabt. Klar, die Erwartungen dürfen jetzt nicht ganz so hoch sein. Am besten mal gar keine, sondern einfach mal überraschen lassen, was passiert hier, was bekommt man hier. Und dann ist man doch schon positiv überrascht.
vor allem wie das Ganze aufgebaut ist. Das Ganze hat Hand und Fuß. Er hat coole Features. Wir können ihn woanders anschließen. Er hat Bluetooth und er schaltet sich sogar ab. Falls ihr eine Schallplatte hört und ihr seid eingeschlafen oder sowas, gar kein Problem. Er schaltet sich nach einer gewissen Zeit einfach aus. Die Nadel fährt zwar nicht zurück, aber er hört auf zu drehen und gibt keinen Ton mehr von sich. Klar, die Lautsprecher, die sind jetzt hier nicht so der große Wurf, aber sie tun das, was sie sollen und viele Leute brauchen auch einfach nicht mehr und dann ist genau das, was man haben möchte. Passt, dann ist es das, was man haben möchte. Dann ist es der Plattenspieler und das finde ich richtig cool. Für 270 bis 320 Euro, ja, du hast den Tonabnehmer dabei, du hast einen Plattenspieler, du hast einen Druckgussteller dabei, gut, Lautsprecher hast du dabei, Blauzahn haben wir auch da drinne. Was will man mehr? Also das passt einfach und natürlich, das Ganze muss noch irgendwie einer zusammenbauen und verdienen will man dann natürlich auch noch dran. Also wenn man sie jetzt mal runterrechnet, was mag wohl das einzelne System kosten? Nicht die Welt und dafür stellt es sich auf jeden Fall ganz gut an, egal ob man jetzt andere Lautsprecher direkt daran anschließt oder ob man den Plattenspieler an seine Anlage anschließt über die Phono-Vorstufe oder meinetwegen über eine externe Phono-Vorstufe. Was gibt's zu verbessern? Ganz klar, gib dem Gerät bitte einen vierten Fuß. Ja, Plattenspieler muss stabil stehen. Dann die Anschlussklemmen, dass man da andere Lautsprecher oder beziehungsweise mit einem besseren Lautsprecherkabel da arbeiten kann als mit diesen dünnen Strippen. Ich wollte auch meine Standlautsprecher einfach mal daran anschließen, aber mein Lautsprecherkabel hat da meinem besten Willen einfach nicht reingepasst. Ich wollte es jetzt auch nicht übertreiben. Hinterher brechen die Klemmen oder sowas ab. Also darum, die Klemmen ein bisschen besser. Einen vierten Fuß dabei. Und ja, das Netzteil macht auch so seine Probleme. Zwar, wenn man da eine Schallplatte hat, man hat den Plattenspieler an der Anlage angeschlossen, man hat eine Schallplatte, die sehr leise ist, dann hört man schon ein bisschen Brummen vom Netzteil. Und das Brummen geht erst weg, nicht wenn man den Plattenspieler ausschaltet, sondern wenn man das Netzteil wirklich von der Steckdose trennt oder das Kabel hinten dann aus dem Plattenspieler rauszieht. Erst dann geht das Brummen weg. Das kann natürlich hier jetzt bei mir der Fall sein. Es hat bei mir aber auch gar keinen Unterschied gemacht, ob ich den Plattenspieler jetzt geerdet habe oder nicht. Das kann aber trotzdem bei mir das Problem sein. In anderen Wohnungen, in anderen Stromsituationen kann es auch gar nicht brummen. Ne? Das ist immer so ein bisschen so das Problem, immer so das Thema beim Plattenspieler. Aber sonst habe ich mit Brummen beim Plattenspieler hier eigentlich auch nie ein Problem gehabt. Auch was Netzteilbrummen angeht, habe ich so eigentlich auch nie ein Problem gehabt. Bis auf das hier mit dem Angelshorn hier. Aber wie gesagt, das kann woanders auch immer das Problem sein. Aber ansonsten, wie gesagt, das macht cool, das klingt schön, wenn du es mit anderen Lautsprechern betreibst, das passt einfach. Wie gesagt, Blauzahn haben wir, Bluetooth, da kannst du einfach dann dein Handy mit koppeln und ist cool. Was noch richtig geil gewesen wäre, wenn wir noch irgendwie einen analogen Eingang gehabt hätten, also einen Schienscheingang oder sowas, dass man einen CD-Player dann anschließen könnte, dann hast du alles. Ja? Oder dass man Fernseher vielleicht sogar noch dann anschließen könnte. Okay, dann wollte man vielleicht eine Fernbedienung oder sowas. Aber dann wäre es richtig top gewesen. Also wie gesagt, ich habe eigentlich mich über das Gerät ein bisschen lustig gemacht. Denke, ja, so kann ja nichts sein. Aber doch, das ist echt schon, bis auf die paar Punkte, ist es recht vernünftig. Und ich denke, die kann man einfach umsetzen, ohne dass der Preis sich da jetzt ändert. Das glaube ich nicht. Ach ja, vielleicht bei den Lautsprechern noch. Es ist zwar ein Zwei-Wege-System, aber ich könnte mir vorstellen, bei dem Preis ist es vielleicht sinnvoller, einfach einen Breitbänder hier reinzubauen. So kann man sich den zweiten Weg hier sparen. Den Kondensator kann man sich sparen. Und ich denke, das wird dann sogar noch ein bisschen besser klingen. Denn ich denke mal, in dem Preis wird es auch irgendwo einen Breitbänder geben. Der haut dich jetzt auch nicht unbedingt vom Hocker. Aber das wird dann, glaube ich, trotzdem irgendwie ein bisschen besser klingen, was das hier macht für den gleichen Preis. Aber liebe Leute, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von Angels Horn? Habt ihr davon schon mal was gehört? Weil die haben ja auch andere Produkte, wenn ihr das alles gar nicht braucht. Und braucht nur einen Plattenspieler, gibt's auch. Ich packe euch dazu einfach mal unten in die Videobeschreibung die ganzen Links rein. Ich weiß nicht, was der Plattenspieler alleine kostet. Der liegt, glaube ich, nur so auch bei 160 Euro oder sowas. Und das ist wahrlich kein Geld für einen Plattenspieler. Und wenn das dann so eine Qualität hat, wie zum Beispiel hier in dem System, das aufgebaut ist, dann ist das einfach top. Ja. Aber liebe Leute, schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare, da bin ich mal sehr gespannt. Hier oben habe ich jetzt noch zwei andere Videos für euch und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst ihr noch gerne einen Daumen nach oben oder auch direkt ein Abo für diesen Kanal und dann würde es mich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video alle zusammen wiedersehen. Macht's bis dahin gut, liebe Leute, bleibt mir gesund und munter, bis dahin, euer Speakerschocker, tschüss!